So, nun möchte ich die normalen Gleichungen einer Ebene hier mit Hilfe von GeoGebra verdeutlichen. Wir haben ja hier die normalen Gleichungen, wobei n ein senkrecht auf der Ebene stehender Vektor ist und a ist ein beliebiger Punkt auf der Ebene und r steht für einen allgemeinen Punkt, einen beliebigen Punkt, der dann quasi eben die Punktmenge der Ebene darstellt. Dazu zeichne ich mir jetzt erstmal eine Ebene. Zunächst mal mache ich es wieder so, dass ich die, Moment, das war jetzt nicht beabsichtigt, dass ich das 3D-Grafikfenster wieder auslagere, weil ich einfach ein bisschen mehr Platz brauchen werde. So, und das Hauptfenster, das ist jetzt recht groß, das verkleinere ich wieder. Die Grafikansicht, die glaube ich, die kann ich vielleicht noch verwenden. Mal schauen, wie wir das dann machen. Okay, zunächst mal, ich brauche natürlich eine Ebene. Ich kann momentan Ebenen noch nicht in normalen Form angeben. Deshalb erstelle ich mir einfach eine beliebige Gerade aufgrund von drei Punkten, die ich also irgendwo hier platziere. So, das ist meine Ebene. Im Grunde genommen kann ich die Punkte A, B und C jetzt hier löschen bzw. verstecken. Ich lasse sie aber, damit ich eventuell die Position der Ebene ein bisschen anpassen kann, sodass das Ganze ein bisschen besser verdeutlicht werden kann. Weil momentan ist hier der Abstand zwischen der Ebene und dem Ursprung so gering, dass ich das gar nicht so gut darstellen kann. Deshalb verändere ich das jetzt schon mal gleich, damit es besser dann sichtbar wird. So, was ich jetzt brauche, ist ein beliebiger fester Punkt drauf auf dieser Ebene. Das soll ein Kleider sein. Jetzt haben in der Formel das Ganze, die das Ganze A genannt. Vektor dorthin ist der Vektor A. Das passt jetzt natürlich nicht, weil ich die Punkte A hier verwendet habe. Ich benenne deshalb den Punkt A einfach mal um, Punkt D um und nenne ihn A. Und bei diesen anderen drei Punkten durch die Beschriftung ausschalten, denn mir kommt es jetzt nicht darauf an, wie die heißen, sondern ich möchte sie nur verändern können, damit das Ganze, also die Lage der Ebene angepasst werden kann. So, jetzt brauche ich hier einen normalen Vektor. Es gibt noch keine Funktion, wie ich zu einer Ebene einen normalen Vektor bestimmen kann. Ich kann allerdings eine senkrechte zeichnen, eine senkrechte Gerade, auch auf eine Ebene. Wähle einen Punkt und eine senkrechte Gerade, also in diesem Fall ein Punkt bzw. die Ebene. So, und dann habe ich eine Gerade, die senkrecht auf diese Ebene draufsteht. Jetzt möchte ich natürlich einen normalen Vektor haben. Das heißt, ich setze mir hier nochmal einen Gleiter drauf, verstecke die Ebene, die Gerade und verbinde A mit diesem Punkt D. D ist auch kein so wichtiger Punkt, deshalb tue ich die Beschriftung entfernen und mache D auch etwas kleiner. Jetzt kann ich die Länge von dem normalen Vektor immer noch verändern, aber der Punkt D stört jetzt nicht mehr so. So, gehen wir mal zurück zu der Definition. Ich brauche ja noch einen allgemeinen Vektor, also ein beliebiger Punkt, der auf der Ebene drauf liegt. Das war weg. Und dazu also wieder ein Gleiter.
Wir nennen diesen Punkt mal x. Und ich ändere auch mal die Farbe in dieses Grün, damit es halt sehr gut sichtbar wird. Was mir fehlt, ist wieder ein Punkt im Ursprung. Deshalb lege ich den nochmal an. Die Beschriftung kann ich mir auch hier ersparen. So, die drei Punkte fürs Bewegen, die lasse ich jetzt einfach mal unverändert, weil ich sie nachher eventuell auch dann entfernen werde. Jetzt heißt es ja, machen wir es. Ich habe r minus a mal n ist gleich 0. Das heißt, ich müsste dieses r minus a auch mal einzeichnen. Ich habe ja statt r hier den Punkt x und der kleine Vektor x würde ja quasi der Ortsvektor zu dem Punkt hier bestimmen. Und a ist der Ortsvektor, also klein, der Vektor a ist der Ortsvektor zum Punkt a. Dann ist r minus a, r minus a, also quasi der Punkt von a hierher. Dann habe ich nämlich minus a plus r oder eben auch x. Das zeichne ich mal ein. Das ist ja hier ganz einfach, denn ich habe zwei Punkte, die ich einfach verwenden kann, um das zu zeichnen. Immer wieder weg. Irgendwie das x stört, glaube ich. Ich nenne das um entsprechend dieser Formel mal Groß R. Zeichne den Vektor vom Ursprung zum Punkt R ein und werde auch noch dessen Farbe dann anpassen und hier den Vektor von A zum Ursprung. Damit ich den beschriften kann, brauche ich einen Punkt auf diesem Vektor. Dazu nehme ich den Mittelpunkt zwischen A und dem Ursprung und setze daran dann meinen Text. Und zwar ist das hier, dann soll das sein, minus a. Bezeichnung, da haben wir die Vektoren, minus a ist noch ein bisschen schlecht zu sehen. Deshalb fett einzeichnen. Und hier den Vektor, ja, die werde ich vielleicht nochmal alle ein bisschen anpassen. Also zunächst mal die Farbe, die ich verwendet habe, ein bisschen dicker wieder. Das ist der Vektor zum Punkt A. Der kriegt auch mal eine andere Farbe. Den zeichne ich mal rot, ebenso wie den Punkt A, den Vektor a, beziehungsweise minus a ist das hier eigentlich, mache ich auch wieder etwas dicker. Und hier habe ich ja meinen Verbindungsvektor, der kriegt eine Farbe blau wie die Ebene und ein bisschen dicker. So, minus a, das ist der Vektor r, auch wieder die gleiche Aktion, Mittelpunkt bestimmen. Hier, den kann ich natürlich dann entfernen, Punkt dranhängen und als Text r, ne, erstmal dann einzeichnen. So. Den Mittelpunkt
unsichtbar machen. Das war gerade falsch. Der Mittelpunkt, das war das F4. So. Jetzt denke ich, kann man die Position wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern. Und jetzt nehme ich noch meinen normalen Vektor und gebe dem auch noch eine andere Farbe. Was bleibt noch übrig? Nehmen wir vielleicht mal eine andere blaue Farbe oder lila. Mal lila. Etwas breiter, damit es besser sichtbar wird. So, und was jetzt noch kommt, ist, dass ich einen Winkel einzeichne. Und zwar eben zwischen der Spitze meines Vektors und diesen Werten hier. Und dann habe ich eben die konkrete Situation, wie sie für die normalen Formen gilt. Also, wenn ich einen Punkt A habe auf der Ebene, ist egal welcher, oder ich kenne einen Punkt auf dieser Ebene, dann gilt für einen beliebigen Punkt, der auf der Ebene drauf liegt, dass r minus a oder minus a plus r, das ist dieser Vektor hier, senkrecht steht zum normalen Vektor. So, jetzt kann ich wahrscheinlich die Punkte, die ich hier verwendet habe, unsichtbar machen. Für die Position, die Lage ist, denke ich, ganz gut. Man kann es gut erkennen.